Herzlich willkommen bei Prince of Persia Teil 2. Wir haben in der letzten Folge hier eine Prinzessin, eine waschechte Prinzessin kennengelernt. Und irgend so ein Fiesling hat uns da oben gesagt, dass die Prinzessin wohl nicht zurück kann. Wo auch immer zurück sein mag. Hier ist irgendwie Keilschrift an der Wand, das ist auch sehr interessant. Und wir sollen hier runtergehen. Wir haben sie gefragt, ob sie schwindelfrei ist. Und wenn ihr an einem Sims hängt, drückt RT, um den Klauenfall auszulösen. Wie kann ich mich an den Sims hängen? Ah, hier, so einfach runtergehen. Ja, und das Ganze ist, hier sieht man es auch recht deutlich, ist ziemlicher Comic-Stil. Also ich finde das cool. Ich halte mal RT gedrückt. Ah, das ist der Klauenfall. Okay. Da ist der Tempel unter dem Baum. Ihr betet einen Baum an? Naja, also ich meine, einen Baum anbieten. Oh, das ist aber auch ein schöner Baum. Und ein schöner Tempel. Aber ihr kommt doch von hier. Werden die nicht wissen, dass wir zum Tempel wollen? Ah, das wären jetzt die Dialoge, die ich mit dieser Elika machen könnte. Wenn sie in meiner Nähe wäre. Hey, renn doch nicht weg, Elika. Ich habe bloß geguckt, ob ich hier vielleicht schnell laufen kann, aber. Nein, geht nicht. Ich habe nur ein Renntempo. Elika, da bist du. Oh. Okay. Was macht ihr denn da oben? Okay, das ist relativ Nehmt intuitiv. das Ende und drückt. Was ist in dem Tempel? Drückt einfach. Okay, jetzt kann ich mit Elika nicht reden. Ich muss zur Winde greifen. Okay. Ich muss wahrscheinlich gedrückt halten, oder? Nee. Oh. Gibt es Gold da drin? Niemand verfolgt uns. Los, Beeilung! Klauenfall, ja. Yep. Genau. Oh, das ist relativ cool mit diesem Klauenfall. Ui. Oh, nett. Okay, und wir müssen dann immer die Elika mit einfangen. Und kann ich. Okay. Genau, das sollte. Wenn es kein Gold gibt, warum ist dieser Ort so stark geschützt? Weil es das Gefängnis von Ahriman ist. Ahriman? Ahriman? Der große böse Gott der Dunkelheit? Was macht er? Töten, zerstören, kleine Kinder erschrecken? Wenn ihr es nicht am eigenen Leib erfahren wollt, solltet ihr mir dabei helfen. Okay. Ahriman, der böse Gott. Aha. Diese Perser. Okay. Elika. Drück A, um an die Wand zu springen und den Ring zu aktivieren. Wo ist Ahriman? Unter diesem Siegel. Okay. Und da lassen wir ihn doch lieber, oder? Was machen wir jetzt, Elika? Danke, dass ihr mir bis hierher geholfen habt. Aber jetzt solltet ihr gehen. Ihr wollt, dass ich einfach so... Elika! Bleibt hier. Ich regel das. Oh. Das ist doch nicht schon ein Bossfight, oder? Ich will dich nicht wieder verlieren. Vater, nein! Ich flehe dich an! Vater? Oh no, jetzt müssen wir gegen ihren Vater kämpfen. Bitte, bitte. Nicht doch, nicht doch. Aua! Der kann irgendwelche Special Moves. Aua! Lebe, Elika! Lebe! Lebe, Elika! Den kann ich gar nicht angreifen. Aua!
Ja, irgendwie. Ich drücke einfach jetzt mal irgendwas. Ich drücke einfach. Aua! Ich weiß, habe immer noch nicht rausgefunden, wo denn mein Ladebalken eigentlich ist. Weil das da unten scheint ja nur der von dem... Aua! Euer Angriff war außer Reichweite. Haltet RT, um den Konterangriff zu blocken. Aua! 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 Ich weiß. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das verhindern kann, dass der da so super Attacken macht. Aua. Ah, ich habe ihn irgendwie besiegt. Oh, was macht denn der da? Der hellste Vater ist er nicht. Befreit einen bösen Gott, um seine Tochter nicht wieder zu verlieren? Hä? Oh no. Wir brauchen einen besseren Plan. Eindeutig. Das war ein besserer Plan. Um magische Angriffe zu nutzen. Okay. Aha, okay. Hier kann man irgendwie die Elika mit dem Prince of Persia kombinieren. Okay, okay. Ah ja. Und wie kann ich jetzt das mit wiederholen mit der Elika? Ah. Das ist cool gemacht. Er hat mich jetzt praktisch zurück ins Spielfeld geholt. Oh, und ich habe ihn runtergeschmissen. Okay. Und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich raus. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier. Ach was. Okay, und wohin? Ah, hier. Hier. Was sind das für Dinger? Ahrimanns Soldaten. Sie waren mit ihm gefangen. Ja, sieht aus, als hätten sie sich befreit. Bewege linker Stick nach links und drücke Arm von der Spalte zum Mauerlauf zu starten. Okay. Wah! Okay, aber das will ich ja nicht, dass er entkommt, oder? Ah, nein. Oh no. Ah, und wieder holt er mich ins Spielfeld zurück. Und schon wieder habe ich ihn runtergeschmissen. Ist das gut? Ich hoffe. Okay. Ah. Wow. Okay. Wah. Vorsicht! Geht weiter!
Bin schon unterwegs. Spring! Voll verrückt, was? Spring! Wow! Die hat uns mal weitergeschleudert. Und wo ist die Prinzessin? Dieser Baum sieht nicht mehr gut aus. Mehr Verwandte, die uns umbringen wollen? Oder ist es nur euer Vater, der die Welt zerstören will? Denkt ihr, ich habe das gewollt? Also, was tun wir jetzt? Wenn uns der große Gott der Dunkelheit nicht zerquetscht, natürlich. Er kann noch nicht entkommen sein. Nicht ganz. Der Tempel muss noch die Kraft haben, ihn zu halten. Etwas ist mit den fruchtbaren Gebieten geschehen. Wenn wir zu ihnen gelangen, können wir Arimans Flucht vielleicht verhindern. Die fruchtbaren was? Dieses Land wurde geschaffen, um Ariman zu binden. Diese Gebiete geben dem Tempel Lebensenergie. Und der Tempel nährt den Baum. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen hier weg. Gut, flieht. Aber ihr werdet nicht weit kommen. Ich war auf dem Heimweg. Mit mehr Gold als man... Ich könnte Wein haben. Frauen, Teppiche, so dick. Jetzt hänge ich hier mit einem zornigen Gott und einer verrückten Frau. Langsam. Mit welchem dieser Dinge machen wir was auch immer? In diesen Bereichen können wir die fruchtbaren Gebiete nicht erreichen. Wir können sie eh nicht erreichen. Wir müssen zu diesen vier. Dann sehen wir weiter. Wenn ich nur diesen Esel fände. Teppiche, so dick, so dick! Unser Prinz scheint ein kleiner Macho zu sein, aber die Geschichte mit diesem Ariman, diesem Gott der Dunkelheit, diesem bösen Wichter, die scheint recht spannend zu sein. Und ja, was aus Elikas Vater geworden ist, das ist auch eine spannende Frage. Also die Spannung bleibt hoch und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Also, bis dahin, ciao!